Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz und wir kehren zu dem CSS wieder zurück, um uns jetzt ein bisschen mehr wieder auf die Grafik zu konzentrieren und zu sagen, ich möchte eine Internetseite auch gut aussehen lassen, so nachdem wir uns in den letzten Videos die Markierungen für die Suchmaschinen angeschaut haben und eben ganz viel auch HTML gemacht haben. So, was werden wir uns ansehen, länger ansehen, nicht nur in diesem Video, sondern auch in dem nächsten und auch in den folgenden Videos dann immer wieder, aber dieses und das nächste Video sind vor allem dafür gedacht. Und zwar werden wir uns den div-Befehl anschauen. Der div-Befehl markiert einen Block. So, bitte noch nicht groß nachdenken, was das überhaupt ist. Wir schauen uns das an. Und zu dem div-Befehl werden wir uns ein Style-Attribut ansehen und dann da drin eine Property, und die Property heißt Float. So, das ist also jetzt eine CSS-Eigenschaft. So, dahinter steht ein Wert und die Werte habe ich euch hier unten mal aufgelistet. Das ist nämlich Top, Left, Right, Bottom und Inherit. Und das werde ich im Laufe des Videos oder der Videos erklären, was die bedeuten. So, die letzten beiden allerdings auch noch nicht, weil wir mit den ersten dreien erstmal eine ganze Menge zu tun haben. Da gibt es eine ganze Menge zu beachten. Gut, aber keine Angst, ich zeige euch das und dann wird euch das auch klar. So, wir kehren in unser kleines Programm zurück und ich erinnere euch nochmal daran, so sah das aus. So, einfach, Moment, ja, war noch nicht abgespeichert gehabt, da hatte ich noch ein paar alte Formatierungen drin, aber so, ich habe euch jetzt das erstmal zurückgesetzt. So, ich möchte als allererstes, möchte ich meine Sachen in Blöcke hineinsetzen, so. Und die möchte ich an eine bestimmte Stelle platzieren. Und wie ich das schon eingangs gesagt habe, mache ich das mit diesem div-Befehl, dann style, also ein CSS-Befehl, Gänsefüßchen auf, float, Doppelpunkt, das setze ich top, also ganz nach oben hin, so wie wir das sowieso schon hatten. Und dann mit einem Semikolon abschließen, Gänsefüßchen zu, Winkelklammer zu, und damit haben wir die eine Seite des Befehls, und dann muss ich das Ganze natürlich auch irgendwo schließen, und das mache ich mit dem Schrägstrich div. So. Und achtet bitte darauf, wie ich hier auch Lücken lasse zwischen den einzelnen Befehlszeilen. Die dienen mir zur Übersichtlichkeit. Eine weitere Möglichkeit sind Kommentare, das zeige ich euch auch noch mal irgendwann. Im Moment ist unser Programm zu kurz, um unübersichtlich zu werden. Aber irgendwann werden Kommentare dann auch einfach ganz wichtig. Zur optischen Trennung, aber auch eben um Erklärungen reinzuschreiben. So, wir schauen uns an, was unser Programm uns macht. Ich kann euch gleich sagen, es macht uns gar nichts, außer dass es hier so ein bisschen sich zusammenrückt. Und dann, ja, aber das Zusammenrücken habe ich eben dadurch erreicht, dass ich hier so andere Markierungen rausgelöscht habe. Das hat gar nichts jetzt hier mit unserem div-Befehl zu tun gehabt. Gut, das ist das Erste, was wir machen. So, es ist klar, warum das nichts anderes tut, als was es vorher getan hat. Ich habe eben einfach nur das erste Element ganz nach oben hingesetzt, dort, wo es sowieso schon saß. So, aber jetzt werden wir uns anschauen, was passiert, wenn ich ein div-Befehl mache und setze den Float auf left, also links. Erstens, und also ich speichere das ab. So, also achtet bitte wieder darauf, ich habe um die Überschrift 2
habe ich diesen div-Befehl gesetzt und das style mit dem float Doppelpunkt left. So, ganz wichtig, speichere das ab. Ich gehe in meinen HTML-Editor hinein und jetzt seht ihr, hat er dieses 2 an die linke Ecke gesetzt und der ganze restliche Text fließt um hier so einen kleinen Block herum, den ich gar nicht gut sehe. Und um sich das deutlich zu machen, setzen wir noch eine Hintergrundfarbe, eine Background Color. Und die setzen wir mal auf Gold. Abspeichern. Ups, Entschuldigung. Jetzt bin ich im falschen Browser drin. Und ich lade das erneut. Und ich sehe, der hat mir hier einen goldenen Block reingesetzt. Dieser goldene Block hat einen seltsamen, unschönen Abstand zur Überschrift. Das werden wir in den nächsten Videos bekommen, wie man sich hier das Ganze noch mehr verschönern kann. Aber zunächst brauchen wir erstmal die Arbeit mit diesen Blocks, um dann darauf aufbauen zu können. So, das ist das Erste, was ich gemacht habe. Das Zweite ist, dass ich die zweite Überschrift auch in einen Block reinsetzen möchte. Und auch den möchte ich mit einem Float Doppelpunkt Left versehen. Und am besten mache ich mir hier auch gleich noch eine Hintergrundfarbe rein. Background Color Doppelpunkt. Und da nehme ich mal Lime, also dieses quietschige Grün, was wir schon mal für die Markierung benutzt haben. Also, ich muss den Tag schließen, achtet da bitte drauf. Und ich speichere das Ganze ab und schaue mir mal an, was passiert ist. So sieht es vorher aus. So sieht es hinterher aus. Und ihr merkt, da ist irgendwas ganz Seltsames passiert, was man beim ersten Mal gar nicht so erwartet. Der hat den zweiten Link-Block, der links gesetzt werden soll, rechts von dem ersten Block gesetzt. Und genau das passiert, wenn man hintereinander Blöcke setzt, die links angeordnet werden. Also die werden nebeneinander angeordnet, und zwar dann rechts davon. Das hatten wir so nicht erwartet. So, und das ist eine ganz unschöne Sache. Wir wollen später mal den gelben und den grünen Block untereinander sitzen haben. So, und wie man das macht, das zeige ich euch im nächsten Video, auch damit dieses Video nicht zu lange wird. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sind ja nicht so besonders weit gekommen, aber ist auch klar, wenn es so ein bisschen komplizierter wird, braucht man ein bisschen mehr Zeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und programmieren genau hier an dieser Stelle weiter.